Ask me question. This is a last recording in progress. Last song. Ja, das war jetzt das letzte Lied. Stellt mir jetzt gerne bitte Fragen. Yeah. So, please. Bitte, bitte, stellt mir Fragen, ja? Ja, ich möchte eine Erfahrung teilen und dich fragen, welche Bedeutung sie hat. Also ich hatte mindestens eine Woche lang lauter Gedanken und lauter Impulse, dass wenn ich denen gefolgt wäre, würde ich hier nicht sitzen. Und dann ging es so, ich wachte auf und auf einmal sah ich nur schwarz. Also ich wachte auf und war quasi mit offenen Augen und sah nur schwarz. Und dann kam aus dem Schwarzen, das differenzierte sich, da kam, entstand ein Schema, wie so ein Schatten. Ja. Und er wurde nach und nach immer konkreter und bekam Menschengestalt. Und dann habe ich ihn gefragt, wer ist. Und dann meinte er, er wäre der Teufel. What? Er ist der Teufel. Okay. Und dann habe ich mich an Gottes Bild erinnert und das vor ihm gestellt und habe aber auch Gott gefragt, ob ihm das Recht ist, dass ich das mache. Mhm. Also das Bild ist dann nicht weggegangen von allein wieder, sondern es blieb da auch ohne mich. Mhm. Und dann wurde diese dunkle Gestalt immer schwächer und schwächer, bis sie weg war. Somebody can translate? Yeah, she saw, she was sleeping, then she woke up, then she saw everything was black around her, and she saw there was one, first one black something, and then this turned out to have more human form,
And then this, I was asking, who are you? This being said, I'm the devil. Okay. And then she took God's picture and then she was showing it. And then this being slowly went away. Yeah, left. Mm-hmm. The answer is... The Antwort ist... In our life, we have many whirlpools. In unserem Leben haben wir viele Strudel, Umleitungen. And we make many hole in our spirit. Und viele Löcher machen wir in unserem Geist. And we give this basis to evil, actually. Und diese Basis geben wir dann an das Böse. But the beauty is of what you saw. Aber die Schönheit davon ist, von dem, was du gesehen hast. He came. Er kam. You show God picture. Und dann zeigtest du Gottes Bild. And slowly he left. Und dann Stück für Stück verließ er dich. What is the message for you? Was ist das für eine Botschaft für dich? He want now no more confrontation with God. Er möchte jetzt keine Konfrontation mehr mit Gott. Slowly, slowly. Und Stück für Stück. He want to work for the ideal world. Möchte er für die ideale Welt arbeiten. So this is a message for you. Das ist also eine Nachricht für dich. Okay, you show God picture here. Okay, du hast Gottes Bild gezeigt, er ist weggegangen. But in future. Aber in der Zukunft. He also like to work with you. Möchte er auch mit dir arbeiten. So he is not a. We never call him Satan. Wir nennen ihn nie Satan. You know. Du weißt ja. With all our books, we calling him. In all unseren Büchern nennen wir ihn Lucifer. Lucifer, ja. Islam calling him Satan. Der Islam nennt ihn Satan. Bible calling him. Die Bibel nennt ihn Satan. That he's a blood murderer. Und sagt, dass er ein blutiger Mörder ist. But time changed. Aber die Zeiten haben sich geändert. So we call him Lucifer. Wir nennen ihn Lucifer. Morning Star. Morning Star. Mit dem Titel Morgenstern. Because he wanna go back home. Weil er möchte zurück nach Hause. Wow. You know? Ja. So what a beautiful vision. Das ist also eine wunderschöne Vision. If you have some questions. Hast du noch Fragen? Ja, ich hätte noch eine Frage wegen dieser Impfung. Ja, ja. Achso, der Adam hatte auch noch eine Frage. Ja. Achso, Adam hat eine Frage? Ja. Hallo, Adam. Hier. Hallo, Adam. Hallo, super. Ja, deine Frage? What's your question? Ja, die question before they speaking. Wolfgang, hier reden welche vorne? When he's speaking before, then we are here. We sit, we watch, then we watch, we listen. Then behind the laptop here, then I watch the computer, I listen to ours. Then I see something here, right here, this gate here. Then, like something just left. When he's speaking, like 2 minutes. Uh-huh. I told him. But she don't see. So I want to. That's my question. Then I want to. I'm feeling like, oh, wow. Brother Arthur, could you maybe explain this question because I did not really understand. I mean, like the way he speak before, when he's talking. Yes, I can. Yes, I can explain. He has something basically behind the computer while Holiness Zaitkamp was giving the lecture. Uh-huh. He has seen something spiritual behind the laptop. Ah. Am I right, brother? Okay. Right. Yes. Während du Vortrag gegeben hast, hat er was hinter dir gesehen. Und er hat irgendwas hinter dir gesehen und er wollte fragen, ob du weißt, was das war hinter dir. Aber er hat es gesehen, aber Nadine hat es nicht gesehen. Hinter dem Laptop. Hinter dem Laptop. Deinen Laptop oder? Ja, ihren Laptop. Und was hat er gesehen? What did you saw, brother? There was some light or something? Yeah, it was something like he just left. Okay. It is the meaning. Das bedeutet, your spiritual senses are opening. Dass sich langsam deine geistigen Sinne öffnen. Yes, and if you walk with us. Und wenn du mit uns läufst.
for the will of God. Für den Willen Gottes. I think there will be many things in future you will see, like an angel. Wird es viele Dinge in der Zukunft geben, heaven or maybe God. Die du sehen wirst, wie die Engel, die Himmel und Gott. That means the way you describe. So wie du das beschreibst. You have a lot of potential to see. Hast du viel Potenzial, die Dinge zu sehen. God bless you and Gott hat dich gesegnet und and next seminar you will be with us. Und im nächsten Seminar wirst du mit uns sein. Yes. Ja? And wow. Wow, ja. We have also in English. Wir haben auch auf Englisch. Which you can hear the book actually. Audiobooks. Audiobook. Wir haben auch auf Englisch Hörbücher, die du dir anhören kannst. You don't need to read, you can hear. Du musst sie nicht lesen, du kannst sie dir anhören. And Nadine, yeah. Ich habe ihm gezeigt. Ich habe es schon gezeigt. Ja. Okay. Alles gut. Ah ja, okay. Okay. Videos und er hat schon angefangen. Okay, God bless you. Gott segne ja. Dich, ja? Ja. Okay. Okay. Komm, also mal. Jetzt. Du hattest ja. Ja. Genau, ich habe eine Frage wegen der Impfung. Also ich selber habe mich ja nicht impfen lassen. Und meine Mutter, meine Schwester und auch meine Schwiegereltern haben sich impfen lassen. Ich glaube mittlerweile schon zum vierten Mal gegen dieses Coronavirus. Ja. Deswegen habe ich aber trotzdem Kontakt zu denen und sehe aber selber die Impfung als eine Verletzung vom Körper. Ne? So some of his family members took vaccination for corona. Is there hope for those people who took the vaccination? Because he sees it as damaging the body. Very beginning in the vaccine time, yeah. Ganz am Anfang von der Impfungszeit. Angel said to me. Haben die Engel zu mir gesagt. They want to kill human being. Dass sie die Menschen umbringen wollen damit. And then I was watching 2008, Bill Gates and 10 billionaire, they make a plan, anti-satanic vaccine. Dann habe ich gesehen, dass 2008 Bill Gates und die 10 Milliardäre diese anti-satanische... The name was a anti-Lucifer program. Anti-Lucifer program. 2011 they could not make it. Bis 2011 konnten sie das nicht schaffen. Because he's one of the founder, he died. Weil einer der Gründer gestorben ist. But they bring then 2017-16 active this thing. Aber 2016, 2017 haben sie es richtig aktiv gemacht. Now you can hear the voices in America and Europe. Jetzt könnt ihr die Stimmen in Europa und Amerika hören. That how many children and people got damaged with this vaccine. Wie viele Kinder und Erwachsene Schaden von dieser Impfung erhalten haben. Why this happened? Warum ist das passiert? I show you coin both side of picture. Ich zeige euch jetzt beide Seiten des Bildes. Coin, so you have a der Münze. Since mankind left God, seitdem die Menschheit Gott verlassen hat, every blessing what God give to mankind is go to first evil side. Geht jeder Segen, den Gott an die Menschen gegeben hat, erst zur bösen Seite. Then come to God's side. Und dann kommt er zu Gottes Seite. For example, zum Beispiel 2040 there was people who has Schnauze voll von Politikern. Gab es Leute, die die Schnauze voll hatten von Politikern? And with the medicine pharmacy. Und mit der Pharmazieindustrie. Yes. So this was the people who was aware that this corrupt system has to be finished. Das waren Leute, die waren sich bewusst, dass dieses korrupte System beendet werden muss. So came a new nanochips. Und dann kam ein neuer Nanochip. But this was a good. Aber diesen Nanochip, den sie dann entwickelt haben, der war gut für uns the Menschen. Same like a satanic side, they give us vaccine and kill us. Zum Beispiel auf der satanischen Seite versuchen sie uns mit den Impfungen umzubringen. This nanochips. Aber dieser Nanochip, den sie später entwickelt haben. This blessing came from God's side. Dieser Segen kam dann von Gottes Seite später. And what was doing this thing? Und was hat das diese Apparatur gemacht? 20 years early in future. It told what kind of Krankheit gonna come. Schon 20 Jahre früher konnte es sagen,
bevor die Krankheit überhaupt entstanden ist, konnte er schon sagen, ab wann diese Krankheit eintreten wird, was du haben wirst und so weiter und so fort. So, what was this reprogrammiert? Das war also schon vorprogrammiert. Hat all die Krankheiten vorprogrammiert sind schon gesehen. So, four times you went doctor. Du bist also viermal zum Doktor gegangen. And 80 years gone and you crank, your sickness was taken care. Und was? You four times went to doctor. Du bist viermal zum Arzt dann gegangen. And changed the nanochips. Und du hast dann diesen Nanochip entsprechend geändert. And they could see exactly what medicine is good for you. Und die konnten genau sehen, was für Medizin für dich gut ist. This was giving human being a new life. Actually. Und das hat den Menschen ein neues Leben gegeben. But end of the 100 years something more happened. Aber am Ende der 100 Jahre ist noch etwas mehr passiert. There was a man. Es gab einen Mann, der one family member. Der war aus der einen Weltfamilie. He had a relationship with God and angel. Er hatte eine Beziehung mit Gott und den Engeln. And he found some new medicine. Und er fand eine neue Medizin. Who stopped 100 years not to let you sick. Die gestoppt hat, dass du 100 Jahre lang nicht krank wirst. And I saw this man. Und ich habe, that there was a one family world member. Und ich habe diesen Mann gesehen und ich habe gesehen, dass er ein Mitglied der einen Weltfamilie war. Time will change. Die Zeit wird sich ändern. It's when the deep night is, it means morning is near. Wenn die tiefste Nacht da ist, dann weißt du auch schon, dass der Morgen bereits nah ist. So it is a telling, and these people who took vaccine. Und diese Leute, die Impfung nahm. They were running. Give me, yes? Die rannten dorthin und sagten, gib mir die Impfung. Yes. And Bible saying something special. Und die about Bibel sagt etwas Besonderes hier. That they will become a devil who will see with one eye. Dass ein Teufel kommen wird, der nur mit einem Auge sieht. Left eye. Nur mit seinem linken Auge. Left eye is technology, evil people. Ja, und die linke Seite ist, sind die bösen Leute, die Technologie für das Böse nutzen. Right side is spiritual. Und die rechten Leute sind die spirituellen Menschen. End of the 100 year, right eyes was more winning the left eyes. Am Ende des Jahrhunderts haben die Leute mit dem rechten Auge mit der Spiritualität über die Leute mit dem linken Auge gewonnen. So this all these evil people. Und all diese bösen Leute. They was passing. Die schieden dann weg. So, I tell you again, this 80 year what gonna happen? Und ich sag dir wieder, was in diesen 80 Jahren passiert. 2040, they gonna be revolution against politics. 2040 bis 2040 werden wir eine Revolution gegen die Politik haben. They will say. Und sie werden sagen. These politics are corrupted people. We have to find new system. Diese Politiker sind korrupte Leute. Wir müssen ein neues System finden. This struggle will go 2060. Dieser Ärger wird bis 2060 gehen. And then came new people who had awareness. Und dann kamen neue Leute, die Bewusstsein hatten. And spirituality with God. Und Spiritualität mit Gott. And they make a revolution against this dark system. Und die haben eine Revolution gegen dieses dunkle System gemacht. So. This dark night will pass. Das heißt also, diese dunkle Nacht wird vorüberziehen. Yes. Now we lay the foundation. Jetzt legen wir die Grundlage. Can we imagine that from our one family world, great scientists will come? Können wir uns vorstellen, dass von unserer einen Weltfamilie großartige Wissenschaftler kommen werden? I saw. Ich habe gesehen, I saw in future, dass in der Zukunft the system of car was gone. Dieses System des Autos weg war. And he make the way you can, like in this UFO strike. Und es gab eine Art UFOs. Was standing outside every house. Die standen draußen bei jedem Haus. This, how you call this? The Teller, yeah? Ja, diese Tellertassen. And 12 people can sit on inside. Und 12 Leute konnten in dieses Auto, in dieses Fahrzeug. And when this was flying, und als you were. Yeah. Als das flog, you were in 3 seconds, 2 seconds in America. Warst du innerhalb von 3-2 Sekunden in Amerika. And who was the founder? Und wer war der Gründer davon? Our one family world member was. Jemand, Mitglied aus unserer einen Weltfamilie. Who show me? Wer hat das mir gezeigt? Angel say, this will be your people who will change the world. Die Engel haben gesagt, das werden deine Leute sein, die Welt ändern werden. Abwarten. Wir müssen nur abwarten, ja. Yeah. This look like a high building like in New York, but inside is how you say that God has fenced their building
only one clap and they will be gone. Ja, sieht zwar aus wie ein großer Tower aus Amerika, aber innen drin hat Gott alles so vorbereitet, dass man nur noch eine Säule schlagen muss, dann bricht alles zusammen. That's right. Your job is more easy. Dein Job ist einfacher. My job was 40, 50 years. Aber mein Job war 40, 50 Jahre lang. What do you have to say? Was musst du da sagen? There's a new world of God is here. Das ist die neue Welt. Du musst nur sagen, die neue Welt Gottes ist hier. Here, I want to give you. Hier, ich möchte dir das geben. If they take or they don't take, this is not our responsibility. Ob die Leute das jetzt nehmen oder nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. And I saw many times. Und ich habe viele Male gesehen. When I was Stuttgart, als ich in Stuttgart war. He feels so happy when he speak about God. Er war so glücklich, als er über Gott sprach. Always I saw it. Immer habe ich das so gesehen. Another Julian come out. Ein anderer Julian kam heraus. You understand me? So, we have to find more people. Wir müssen also mehr Leute finden, this God news. Die Gottes Nachricht weiterbringen können. The system will pass. Dieses System wird von uns. 100 years you will not see these evil people on earth. 100 Jahre lang werdet ihr diese bösen Menschen dann nicht. In 100 Jahren werdet ihr diese bösen Menschen nicht mehr auf Erden sehen. Okay, you got it? Hast verstanden? Ja. Okay. Hartmut? Eine kleine Nachfrage zu dieser sehr interessanten Frage. Bitte. Woran werden wir diese gute Impfung erkennen? Viele Menschen sagen, wir werden uns nicht mehr impfen lassen und dann soll in der neuen Impfung das Heilige. Das wird für einige schwer sein. Jetzt oder Zukunft? In der Zukunft. Zukunft? Ja. Ja, aber woran werden wir die gute Impfung erkennen? Alles Open Source. Zukunft, you talking? He is asking how will we this microchip, how will we recognize, because now there are many people they don't want to take anything in their body. How can we recognize? You're talking in future, no? In future, yeah. How can future. We, yeah, I give you some, how you say? Crumbs? Some significance. Ich gebe dir ein paar Hinweise. Ja, Hinweise. Signifikanzen, ja. Number one, when you see the revolution against politics. Nummer eins, wenn du siehst, dass Revolution gegen die Politik. They will be number one. Das ist Nummer eins. People will try to change the system of politics. You know that time. Die Leute werden versuchen, dieses System der Politik zu ändern. Und du weißt es. And this gonna be great. Come, so you know. Und du weißt, this time is coming of God. Wenn das kommt, dann weißt du, dass die Zeit Gottes nah ist. Until that time, und bis dahin, many people angel will speak. Werden viele Leute mit Engeln sprechen. And Wissenschaftler say, last night heaven came, angel came to me. Und Wissenschaftler werden sagen, letzte Nacht kamen die Himmel, die Engel zu mir. Then we know. Und dann wissen wir, now morning has risen. Dass der Morgen sich jetzt erheben wird. Yeah. This will be sign for you. Das wird ein Zeichen für dich sein. And this time, und in dieser Zeit, if we live, wenn wir noch leben, and you have to say, only God, und du musst nur sagen, oh Gott, if that's true, ist das wahr? And in dream, angel will come. Und in Träumen werden dann die Engel zu euch kommen. Und in Vision, this timing diese will Zeit, show you, like when springtime comes, I don't need to tell you, oder? Wird euch zeigen. Ja, wie wenn der Frühling kommt, ihr werdet merken, wann der Frühling kommt. Oh, shall I tell you how, oder muss ich euch immer sagen, wann der Frühling how kommt? How the winter come, how the spring. Wie die Jahreszeit kommt, Winter, Frühling. And that's why God gave me timing. Und deswegen gab Gott mir die Zeit. After 2040. Nach 2040. Is timing of God. Again. Ist die Zeit Gottes. Ach so. Or when the tree, this come this thing, how you call it? Oder bei einem Baum, wenn da die Blätter kommen. Früchte. A little bit. Then we know springtime is here. Dann wissen wir auch, dass der Frühling schon bald da ist. Ja, ja Wolfgang, ja. Du bist ganz ruhig, sehr lange, macht mich nervös. Ja, es ist so viel von Engeln die Rede, aber auch von Djinnwesen. Ja. Erstens mal eine Frage, wird das geschrieben D-S-C-H-I-N und was ist das? Ein Djinnwesen. Was ist das? Okay, ich sag dir. Ja, also zur grammatischen Frage, ja, wird so geschrieben. Ich sag dir. Ja. Mit Doppel-N aber. Ja, Djinn. Ja. Aber sonst, so wie ich sagte. Ja. Danke. Und ja, schon, he's already satisfied. Nein. I want to know what is can you give me water? Ja, ich habe not only how to write it. Ich habe nur Spaß gemacht. Before I speak, it's freedom. Yeah. Wow, now, wow. Now he wants.
know, he wants to know how... Wolfgang, ja, du liebst mich so intensiv, bevor ich mach meinen Mund auf, du sagst, alles okay. Ja. Ja. Nein, er erklärt, he is asking... Ich erklär dich. What is a djinn being? Can you explain what... I explain you angel, djinn. Ein Mensch. Ich erkläre dir jetzt, was ein Mensch ist, ein Djinn und ein Engel. My God, das ist very near. Weil die liegen sehr nah beieinander. Angel, God created with clean energy. Engel hat, write down. Engel hat, das könnt ihr euch aufschreiben, Engel hat Gott mit sauberer Energie erschaffen. Clean energy. Aus sauberer Energie erschaffen. Yes. Ja. Djinn, God created with hydrogen, with fire element. Die Djinn hat Gott mit Wasserstoff erschaffen, mit Feuerelement. Ja. Angel, he clean, make with clean energy. Die Engel hat er mit sauberer Energie gemacht. So they don't stink like we do. Die stinken also nicht, wie wir es tun. Yes. Djinn is hydrogen. Die Djinn sind Wasserstoff. And they are, when they love you, they love you. Und wenn sie dich lieben, dann lieben sie dich. When they hate dich, they burn you. Aber wenn sie dich hassen, dann hassen sie dich. Also sie sind nur entweder oder, ja? Yeah. Nur but sehr extrem. Their djinn creation also many, many good djinn who are helping one family world. Aber es gibt auch viele gute Djinn-Wesen, die der einen Weltfamilie helfen. Now we talk about human beings. Jetzt sprechen wir über die Menschen. God was creating many creations. Gott hat ganz viele Schöpfungen erschaffen. And übrig. Und am Ende blieb übrig. Recycling material. Blieb das recycelte Material. You know, recycling which you cannot use. Das Material, was er nicht mehr für andere Schöpfungen benutzt with hat. With this recycling material, he created human. Und aus diesem recycelt Material hat er die Menschen erschaffen. That's why we stink. Und deswegen stinken wir. The moment we make our mouth open, we stink. In dem Moment, wo wir unseren Mund öffnen, stinken wir. There's nothing to do that we don't take shower. We take shower. But aber the great advantage what human being has. Der großartige Vorteil, den die Menschen haben. Is for the recycling material. Das ist recyceltes Material. So we have all creation element inside of us. Und von jeder Schöpfung haben wir Elemente in uns. So we call human creation microcosmos creation. Und deswegen nennen wir die Menschen auch die Schöpfung des Mikrokosmos. It means. Das bedeutet. We have only one quality. If we grow in the love of God. Wir haben nur eine Qualität, wenn wir in der Liebe Gottes wachsen. We can be over many creations. Dann können wir schon über ganz vielen Schöpfungen so sein. Schnell we can grow. Wir können da so schnell durchwachsen. In the God. Aber wenn we don't go in God direction, aber wenn wir nicht we in are Gottes the Richtung biggest gehen, devil which is on earth. Sind wir die größten Teufel hier auf Erden. Ich hoffe, du bist verstanden. Ich hoffe, du hast verstanden. Ja. 100%. Ja, super. Danke. Bitte, bitte. Ja, Wolfgang. Wenn du bist nicht einverstanden, dann Engel kommen nachts zu mir. Wenn du nicht einverstanden bist, dann kommen Engel nachts zu mir. Ja. Der sagt, der Mann ist von Paradies. Ja. Und sie sagen, der Mann ist von Paradies. Ich habe noch zwei Fragen für diese Woche, dass ich das nicht vergesse. Sind wir zugetragen worden? You give me water? Ja. Yeah. Okay. Someone is asking. when God is doing something through you. Nicht durch Zeit. Nein. Ich spreche ganz allgemein. Das so spricht man auf Englisch. When God is doing something through you. In general, yes, through some person. Is it possible that our egoistical self comes in between? This person is thinking that God can act through people. And they are asking if our ego is already coming in between. Okay. Yeah, das, wenn Gott durch uns wirkt, schaltet sich unser Ego dazwischen. Das ist eine sehr offene Frage. Kann ich nicht sagen. Das ist eine Frage, ja. Ja.
Wenn Gott durch uns wirkt, schaltet sich unser Ego dazwischen? Fragezeichen. Das ist eine Frage. Schaltet sich dann unser Ego dazwischen? Ich habe es nur vorgelesen. Wenn Gott durch uns wirkt, schaltet sich dann unser Ego dazwischen. Ach so, ja. Maybe he told me, but yeah. Can you tell me? You see, if God is working through one person, it's possible that our egoistic thinking can be twin. Actually, should not be. Eigentlich sollte das nicht so sein. Blue sky is blue sky. Der blaue Himmel ist ein blauer Himmel. But then come black cloud. Aber dann kommen ja dazwischen noch schwarze Wolken. Yes. But black cloud destination is to be. Aber die Bestimmung der schwarzen Wolken ist, remove. Dass sie sich wieder verziehen. This black cloud. Diese schwarzen Wolken. Is our growth. Which bring many doubt in us. Ist unser Wachstum, was viele Zweifel in uns bringt. Not God's side. Nicht von Gottes Seite. In our growth, yeah? Sondern durch unser Wachstum. It block God's blue sky and it bring dark cloud. Das blockiert Gottes blauen Himmel und bringt die dunklen Wolken. For example. Zum Beispiel. Shall I believe him? Zum Beispiel, wenn wir sagen, oh, soll ich ihm glauben? Or if he's Messiah, oder ist er wirklich ein Messias? If this is really God working through him, ist das wirklich Gott, der durch ihn arbeitet? Yes. All this doubt is you creating that God cannot work through you. All diese Zweifel kreiert ihr und dadurch kann Gott nicht durch euch arbeiten oder mit euch arbeiten. For example, zum Beispiel. Yesterday was there one woman was here. Gestern war hier eine Frau, ja? She came. Sie kam. She was very excited. One week she finished the book. Sie war sehr aufgeregt, sehr gespannt und in einer Woche hat sie die Bücher durchgelesen, zwei Bücher. Jesus brought her here. Jesus hat sie hierher gebracht. And in the she was very inspired. Und sie war sehr inspiriert. But she said, yeah, but I want still hang with Jesus. Aber sie sagte mir dann, ach, aber ich möchte immer noch mit Jesus zusammenbleiben. Hang. Now I will work out what you saying. Erstmal werde ich jetzt sortieren, was du sagst. And what Jesus saying here? Und was sagt Jesus hier? In the Bible. In der Bibel. I brought new wine. Ich habe einen neuen Wein gebracht. But they want to drink only this old wine. Aber sie möchte nur den alten Wein trinken und allgemein die Leute ihr. That's why Jesus say, old wine and new wine don't put in one schloch. Deswegen hat Jesus auch gesagt, mischt alten und neuen Wein nicht in einem Schlauch zusammen. What will happen? Weil was wird passieren, wenn man das tut? What happened? Was passiert, wenn man alten und neuen Wein mischt? It will, Schlauch will go kaputt. Ja, der Schlauch wird platzen. Ne? And I told her yesterday. Und ich habe ihr das auch gestern gesagt. I ask you one question. Ich sagte ihr, ich frage dich eine Frage. This new teaching, I give all the answer for Bible. Aus der neuen, von dieser neuen Lehre habe ich dir alle Antworten aus der Bibel she gegeben. She said yes. Und sie sagte ja. I say you study as a father, yeah? Und ich habe zu ihr gesagt, du hast Pfarramt studiert. Let's make an argument with Bible. Lass uns doch auf Grundlage der Bibel argumentieren. She cannot argument with aber sie konnte nicht mit mir argumentieren. Because I know the root of Bible. Denn ich kenne die Wurzeln der Bibel. Yes, I will show you everything, my new teaching, witnessing through Bible. Actually. Und ich werde euch diese ganze neue Lehre bezeugen durch kann ich auch bezeugen durch die Bibel. She said, I have to work a lot now. Aber sie sagt, ach, jetzt muss ich aber viel arbeiten erst. We fulfill our responsibility. Wir haben unsere Verantwortung erfüllt. Jesus brought her here. Jesus hat sie hierher gebracht. Now, what left? Und was bleibt jetzt übrig? Her responsibility. Ihre Verantwortung. Yes. This we cannot, even God cannot force her. Das können wir nicht, wir können sie nicht zwingen, nicht mal Gott kann sie zwingen. Yes. Even Muhammad was saying, das Muhammad hat gesagt, I love my uncle. Ich liebe meinen Onkel. Please God, let him become follow this teaching. Yeah? Bitte Gott, lass ihm dieser Lehre folgen. And every time he pray, und jedes Mal, als er betete, Gabriel gave no answer. Gab Gabriel keine Antwort. In the end, am Ende, he said to his uncle, can you say in my whisper my ear?
sagt er zu seinem Onkel, kannst du mein Ohr flüstern? That you took my teaching? Von Mohammed, also Abu Talib. Mohammed sagte zu Abu Talib, kannst du nicht mein Ohr flüstern, dass du konvertierst? So I can be witness for you. Dann kann ich wenigstens der Zeuge dafür für dich sein. You know what he said? Und wisst ihr, was er sagte, Abu Talib? I'm still believing my old teaching. Ich glaube immer noch an meine eigene Lehre. So God could not do anything, angel could not do anything. Gott konnte also nichts tun, die Engel konnten nichts tun. That's what why I'm saying to you. Und deswegen sage ich auch zu euch. We can give good news, but we cannot force them. Wir können die gute Nachricht geben, aber wir können sie nicht zwingen. And then Helda say, you are here, ask him every question, because you have a Bible in your hand. Helda sagte zu ihr, du bist hier, frag ihn jede Frage, die du möchtest. Du hast die Bibel. Du hast auch die Bibel hier. And he said, I have to very much work. Und sie sagt, oh, ich muss noch viel arbeiten. So we done everything. Wir haben also alles getan. In spiritual life, und im geistigen Leben, when she go down, wenn sie runtergeht, she cannot accuse Jesus. Dann kann sie Jesus nicht beschuldigen. Jesus will say, I brought you there. Jesus wird sagen, ich habe dich hierher gebracht zu diesem Seminar. Jesus will say, I brought you this American woman. Jesus sagt auch zu dieser amerikanischen Frau, ich habe dich hergebracht von letzter Zeit. And you were crying all the time in the lecture. Du hast die ganze Zeit im Vortrag geweint. Ganze Zeit. Then why you did not help God? Warum hast du Gott nicht geholfen? Then Jesus cannot help. Dann kann Jesus auch nicht helfen. Jesus told me he working with Sander. Jesus hat mir gesagt, dass er mit Sander arbeitet. And he will work everybody. Und mit jedem arbeiten wird. And to bring the will of God. Den Willen Gottes zu bringen. And he, but Jesus even cannot do anything. Ja, aber nicht mal Jesus kann alles tun. Yeah. It's difficult. It's difficult. Yes. She's working for the church these days under the influence of the other church people. That's right. Yeah, that, she is influenced every day. Sie ist jeden Tag den, unter Einfluss ihrer Kirche. And now they will go back. Und jetzt wird sie zurückgehen. And they're gonna hold her. Oh, you went to devil. Yeah. You went to Satan. Und sie werden sagen, ja, du bist zum Teufel gegangen. Du bist zum Satan gegangen. Can I tell you only one thing? Then hard kann ich euch eine Sache sagen? Also, das ist noch eine zweite Frage. Ich habe aber dazu eine Frage noch gleich. Bitte? I want to say there's a second question. Yeah, okay. Before we come to second question, I want to give a real answer. First question. Okay, you speak. Yeah. Du wolltest erst noch was sagen. Dann mach mal was mit dem und dann. Okay. Ja, bitte. Du wolltest noch was sagen. 2060. Now this is very interesting. Und das ist jetzt sehr interessant. People was passing church. And they have a Jesus picture, yeah? Die Leute gingen an der Kirche vorbei und hatten ein Bild von Jesus. For this I have to stand up. Und dafür muss ich aufstehen. That is very interesting. Das ist sehr interessant, ja? Yeah. And in that time we have also not a churches, but we have a God house. Und in dieser Zeit hatten wir keine Kirchen, aber Gotteshaus. Our house, und unser Haus was a beautiful God picture. Da stand ein wunderschönes Bild von Gott. Christian young children was asking, und junge christliche Kinder fragten, Mama, this is Jesus, das steht das Gott. Mama, da steht, das ist Jesus, aber hier, das hier ist Gott. This is God house. Das what ist Gottes Haus. Was bedeutet das? Christian was saying, this is a devil who came actually. Die Christen werden sagen, das ist der Teufel, der kam. Yes. What happened then? Und was ist dann passiert? After 2060. Nach 2060. She said, Mama, Mama, yesterday night in my dream, God came. Dann werden die Kinder sagen, Mama, Mama, gestern Nacht in meinem Traum ist Gott gekommen. They say, here the picture, this Jesus picture, here the God. Yeah. They said, no. Und dann werden die Eltern fragen, hier ist das Bild von Jesus, sah so aus, ist das Gott? Sie haben gesagt, die Kinder haben gesagt, nein. He said, the Kirche, the God house, da comes to my dream. Der Mann, der in Gottes Haus drin ist, dieses Bild, der kam in meine Träume. And then began Christian 180 Grad, they was burning actually, yeah? Und dann haben die Christen 180 Grad, vielleicht. They said, take this picture away. They said, Mama, Mama, aber Gott hat gesprochen. Ja, und aber
diese Kinder werden sagen, aber Mama, diese, Gott hat gesprochen. How then Christian gonna save their children? Wie That's werden, my question is. Wie werden die Christen dann ihre Kinder retten? How they gonna save? Wie werden sie ihre Kinder retten? I'm not coming in their dream. Ich komme nicht in ihre Träume. God coming in their dream. Gott kommt in ihre Träume. Yes. And then next day again happen. Sie sagen, Mama, Gott war wieder da. Und dann wird am nächsten Tag wieder passieren. Die werden sagen, Gott, Mama, Gott war wieder da. Christian sagt, nein, das war diese Messias, diese Devil. Aber, und das ist Satan auch, actually. Yeah? Aber die Christen werden sagen, nein, das ist der Teufel. Und die, diese Leute sind auch der Teufel. Children will say, Mama, I received so much love. Und die Kinder werden sagen, Mama, ich habe so viel Liebe erhalten. Which I never received. Wo ist deine Jesus? Why he don't come? Wo ist denn dein Jesus? Warum kommt er denn nicht in meine Träume? And then this fight went 2060 to 2080. Und dann ist dieser Kampf von 2060 bis 2080 gegangen. And these children in future, und diese Kinder were in der talking, Zukunft. And they were saying, God came to me too. God came to me too. Und dann werden die Kinder sagen, ja, Gott kam auch zu mir und Gott kam auch zu mir. And even 2080 was like this. They say, lest diese Bücher, wer diese Messias, and God comes to you auch. Und 2080 sagten sie, lest diese Bücher des Messias und Gott wird auch zu dir kommen. God was so active on earth. Gott war so aktiv auf Erden. I lay only so much foundation. Ich habe aber nur so viel Grundlage gelegt. God need only his feet. Gott hat nur seinen Fuß auf diese Grundlage and gelegt. That's what happened. Und dann ist das, was passiert ist. Christians lost their new generation. Die Christen haben ihre, was? Lost their new generation. Die haben ihre neue Generation verloren. Who told me? Wer hat mir das gesagt? God said to me. Gott hat mir das gesagt. God said, abwarten. Gott hat zu mir gesagt, abwarten. I gonna pack this Muslim, this Christian, all the end of the religion. God said. Ich werde die Koffer aller Muslime, aller Christen packen und das wird das Ende aller Religionen sein. I told not this end of religion. Und ich habe gesagt, was das Ende aller dieser Religionen sein so wird. So you gonna mess with God? Werdet ihr also mit Gott euch anlegen? That's what happened. Das ist also das, was passiert ist. And you know what? Young generation was coming in our God house, in our church. Yeah? Wisst ihr, was passiert ist? Diese neue Generation kam in unser Gotteshaus. And they were speaking. Und sprachen. This God came to me and I have a living relationship. Dieser Gott kam zu mir und ich habe eine lebendige Beziehung mit How you gonna save your future generation? Wie werdet ihr dann eure zukünftige Generation retten? You can kick my butt, ihr könnt mir what den, you gonna do with God? Ihr könnt mir in den Hintern treten, aber nicht Gott. And so all this religion became packed. Und so wurden die Koffer aller dieser Religionen gepackt. And God told me many times, my son, the day you come, Glückseligkeit is waiting for you, then I go for you. Ja, und Gott hat gesagt, der Tag, an dem du in die geistige Welt kommen wirst, ist der Tag deiner Glückseligkeit und ich werde mit dir sein. And I will come here on earth. Und ich werde dann auf Erden kommen. So my friend, also meine Freunde, Kingdom of God is this time not in the hand. Das Königreich Gottes ist diesmal nicht in unserer Hand. I lay the foundation, now it has to grow. Oder ist in unserer Hand? Ich habe die Grundlage gelegt. Only this tree has to grow. Nur dieser Baum muss noch wachsen. So, okay, you want to say something? Ja, einmal diese Frage hat zwei Betrachtungsweisen. Die erste, wenn ich sie ohne Gott nehme. Hier, Mama. Ja? Muss schon. Aber es geht jetzt mal nur auf Deutsch, weil ich will hier... Da kann nur Deutsch, das ist okay. Also, die erste Frage impliziert, dass ich eine Beziehung mit Gott habe und dann mein Gewissen reinkommen kann. Ja? Wer hat eine Beziehung mit Gott gehabt in der Geschichte? Die Geschichte gibt uns sofort die Antwort drauf. Alle Propheten. Ja, sie wurden durch Gott oder durch die Engel geführt. Kam das Gewissen, kam der Egoismus dazwischen? Natürlich, sonst wäre die Mission nicht gescheitert. Jesus, Mohammed, alle. Von dieser Seite aus können wir die Frage klar in diesem Sinne beantworten. Es ist eine Anmaßung in meinen Augen, wenn wir oder jemand, der glaubt, mit Gott oder Gott würde durch ihn wirken, sich einbilden zu können, wenn der Schöpfer kommt, kann der Verstand dazwischen kommen. Meine eigenen Erfahrungen sagen mir, das ist unmöglich. Wenn Gott zu mir spricht,
durchfließt mich seine Stimme die ganze Zeit. Ich weiß, dass Gott da ist. Da gibt es keine Zweifel. Was kommt, ist, dass danach mein Gedanke kommt. War das wahr oder war das nicht? Nur ich habe bereits ein geistiges Bewusstsein, wenn auch klein, aber ich kann mir sagen von mir, ich habe 1, 2, 3 Begegnungen mit unserem Schöpfer gehabt. Aber wenn diese Frage darauf abzielt, meine geistigen Sinne sind tot, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich missbrauche andere Menschen. Wie, was zur Hölle frage ich, ob ich eine Beziehung mit Gott habe, wenn ich keine geistigen Erfahrungen hier gemacht habe? Mhm. Versteht ihr? Der Aspekt in dieser Frage ist für mich auch ein Affront. Denn wenn ich eine Beziehung mit Gott habe, brauche ich diese Frage nicht zu stellen. Diese Frage legt für mich eher nahe, dass derjenige nicht weiß, wer mit ihm spricht. Dann fängt er an zu zweifeln und dann kommt der Verstand dazwischen. Wer eine Beziehung mit Gott hat, wird diese Frage nicht stellen. Und das wollte ich euch ganz klar sagen, dass nicht jedes, nicht alles, was wir hören, von Gott kommt. Und du wirst Gott erkennen, wenn deine geistigen Sinne offen sind. Und wenn sie blind sind, wenn du betest und Gott kommt nicht zu dir, guck erstmal in dir, wie weit du geistig entwickelt bist, bevor so eine Frage auf den Tisch kommt. Ich weiß, das ist eine Neugier. Aber ich gebe diese Antwort für euch, weil wir schon lange dabei sind. Ja, also Gott nicht zu erkennen, also schwierig. Also es ist so, dass immer mehr Menschen kommen und sagen, Gott hat mir gesprochen und Gott hat mir das gezeigt und Gott hat mich geheilt und Gott hat dies und Gott hat jenes. Ja, wer zur Hölle sind Sie, dass Gott zu Ihnen kommt? Hat Gott nichts Besseres zu tun, als zu einem geistig Blinden zu kommen, um zu ihm zu reden? Warum kommt Gott nicht zu denen, die sagen, ich möchte diese Welt ändern? Warum kommt Gott nicht zu Wolfgang, nicht zu ihr? Hat dieser Schöpfer verdammt nochmal da oben nichts Besseres zu tun, als zu den Blinden, der Blinden zu kommen und versuchen, die Beata Christi zu heilen, weil sie am Rheuma leidet? Das ist ein geistiges Unbewusstsein à la carte. Und er ist sehr lieb und sehr nett. Aber ich hole da mein Schwert raus, weil ich meine eigenen Erfahrungen gemacht habe. Und es ist unsere Aufgabe, ihr könnt das lieb und nett verpacken für solche Menschen. Und sagen, glaubst du nicht? Oder ihr könnt sie mal langsam vorführen lassen. Aber bringt sie bitte nie vor mich. Ich muss dazu noch was sagen. Da ist eine Falle drinnen. Und zwar für die Menschen ist es schwierig, bei Heilung zu führen. Also die Menschen, die haben ja selber nicht das Bewusstsein, die führen ja auch alles auf Gott zurück. Genau. Und ich glaube, in der Frage war es mehr so in Bezug auf Sargent, ob er denn die Wahl, ob er wirklich über Gott sprechen kann. Nein, überhaupt nicht. Nein. Hier ist die Frage, what the what, es sind zwei Richtungen drin und die habe ich jetzt sowas von klar gemacht. Ja. Das Internet ist hier nicht gut, Elisabeth. Kannst du diesen Router nicht vielleicht etwas näher rücken? Okay. Es gibt auch so einen Repeater. Die kann man dann hier nicht. Okay. Ich muss wieder aufzeichnen, ne? Ist schon, das macht nicht. Du musst nichts drücken. Nee, ich hab das gemacht. Ich guck schon. Aber danke schön. Okay, wenn ich keine Frage. Doch, eine Frage gibt's noch. Achso. Wirst du noch die Frage von da? Ist es so, dass. Lass mich. Wirst du noch die zweite Frage davon? Ja, bitte. Ist es nur so, dass Geistwesen, dass nur die Geistwesen wirklich zu Gott wachsen, die ihr Herz öffnen? Werden die anderen irgendwann sich im Nichts auflösen? Is it like this that only spiritual beings that develop to God? Is it only like this when you open your heart that you will develop to God? Will every other being at some point not exist anymore? Will they die? Spiritually, will they cease? Maybe somebody, you can translate what is. Me? I'm done, this is easy. Oh, yeah, okay. Can you use it? Elisabeth, sind noch zwei Fragen? Nee, es sind eine Frage. Okay. Ist es so, dass nur die Geistwesen wirklich zu Gott wachsen, die ihre Herzen öffnen? Is it so that only spiritual beings can grow to God if they open their heart? And will the others be vanished? No. Nein. No.
Even they don't open their heart, selbst wenn sie nicht ihr Herz öffnen, even they live in the hell, selbst wenn sie in der Hölle leben, they will still live in the Ewigkeit. Sie werden immer noch in der Ewigkeit, egal wo sie sind, weiterleben. Hell is like a hospital. Die Hölle ist wie ein Krankenhaus. How much sickness you have, so long you're gonna be there. Je nachdem, wie viele Krankheiten du hast, wirst du länger auch dort bleiben. Because and then you're out. Und dann bist du auch wieder raus. Because in the concept of God, weil im Konzept Gottes was no more hell actually. Waren die Höllen gar nicht enthalten. So hell is something which is not forever. Die Hölle ist also ein Ort, der nicht für immer ist. So even hell you have an opportunity to change yourself. Selbst in der Hölle habt ihr die Möglichkeit, euch zu ändern. You change. Ihr ändert euch. But changing is here. Aber diese Veränderung findet hier im Herzen statt. Everybody say, let's say. Jeder sagt zum Beispiel. Christians say, Jesus in my heart. How many people you heard this? Die Christen sagen zum Beispiel, Jesus ist in meinem Herzen. You heard no? Jesus in my heart. Jesus. Sie sagen, Jesus ist in meinem Herzen. Jesus ist in meinem Herzen. I said, did you meet Jesus personally? Ich habe gesagt, habt ihr Jesus schon mal persönlich getroffen? Did he invite you? Hat er euch eingeladen? Paradise. Ins Paradies? I don't need it. I don't need it. Die sagen, nein, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. It's enough. He's in my heart. Ist doch schon genug, dass er in meinem Herzen ist. That's a deceit. Das ist eine Täuschung. Yes, because when God says, denn wenn Gott sagt, to Jesus even, selbst zu Jesus, I will where I go, then you can go, otherwise not. Nur dort, wo ich bin, könnt ihr hingehen, ansonsten nicht. Where I go, there you can go. Hat Jesus gesagt? Ja. Yeah. Jesus hat gesagt, nur da, wo ich hingehe, könnt ihr hingehen. Nein. Sag nochmal bitte. You. Are you tired? Was it that God said to Jesus? God said to Jesus. Gott sagte God zu Jesus. Hat Jesus gesagt, dort wo ich. You cannot go every place. Yeah. Du kannst nicht überall hingehen. Only where I will visit, only there you can go. Nur dort, wo ich besuche, wirst du auch hingehen können. So what Jesus said? Was hat also Jesus gesagt? He spoke. Er sprach. But why he did not say, God said to me this? Aber warum hat er nicht diese himmlische Wahrheit offenbart? Why? Warum hat er nicht simple das? Way. Gott hat ihm gesagt. Nur he said in Bible, I will only visit there where my father goes. Jesus sagt in der Bibel, ich werde nur dorthin gehen, wo mein Vater schon besucht hat. Why he don't? Clear message. Aber warum bringt er nicht diese klare Nachricht? Because of Achtung. Wegen, weil er seine Achtung von den Leuten nicht verlieren speak wollte. Simple language. Er hat lieber in symbolischer Sprache so, gesprochen. So change the direction of Christianity to God, actually. Hätte er in einer einfachen Sprache gesprochen, dann wäre die Richtung des Christentums Richtung Gott gegangen. And what he's saying in the end? Und was sagt er am Ende? Now he say, when water is over. Jetzt sagt er das, jetzt offenbart er mir das alles, wenn das Wasser schon sehr and alt ist. He was saying to me, he was so painful. Und als er mir das sagte, es war so schmerzhaft für ihn. Say, er sagte, what Paul took the course of will of God for me. Den Kurs, den Paulus für mich auf sich nahm. Today Christians know only Jesus, Jesus, Jesus. Heute sagen die Christen nur Jesus, Jesus, Jesus und sie kennen auch nur Jesus, Jesus, Jesus. If I would have taken same course, aber hätte ich den gleichen Kurs wie Paulus auf mich genommen, then today world will say, oh God, oh God, oh God. Dann würde heute die Welt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. But then aber, he had to reveal what he was saying, I know about heaven. Aber dann hätte er offenbaren müssen, von dem er gesagt hat, dass er es über die Himmel weiß. But when he shared this thing, aber hätte er das geteilt, he would not be Mittelpunkt. Dann wäre er nicht mehr im Mittelpunkt gewesen. Right? Richtig? Then he has to move. Dann hätte er weichen müssen. He's talking about God, he cannot be Mittelpunkt. Wenn er über Gott spricht, dann kann er nicht im Mittelpunkt sein. Then he has to move. Dann muss er sich rausbewegen. He don't want to move. Aber er wollte sich nicht rausbewegen. Yeah? Ja? And he make a more misunderstanding. Und er sorgte für noch mehr für Missverständnis. Philips came. Philippus kam. And he say, zu Jesus. I want to see God. I want to meet God. Und Philippus sagte, ich möchte Gott sehen, ich möchte Gott treffen. If Philippus would come to me, wäre Philippus zu mir gekommen.
I want to meet God. Er hat gesagt, ich möchte Gott treffen. I want to see God. Ich möchte Gott sehen. I will give him 12-hour lecture. Dann hätte ich ihm einen 12-Stunden-Vortrag gegeben. Until he would, his fire would burn. Bis sein Feuer brennen würde. What Jesus did? Was hat Jesus getan? Oh yeah. He killed his spirit. Actually. Er hat seinen Geist getötet. What he say? Was hat Jesus gesagt nämlich? How you see me, you see God actually. Wenn ihr mich seht, seht ihr Gott. So later on they say Jesus is God. Und später haben sie dann gesagt, Jesus ist Gott. This Philip's fire to meet God was, wie heißt, wenn du mach Feuerwehr, Wasser. Ja, dieses Feuer von Philippus, Gott zu treffen, wurde. He was then focused on all life. He is God. Sein ganzes Leben hat er sich dann nur auf Jesus ausgerichtet, hat gesagt, er ist Gott. Und von dort an kam die Terminology that Jesus is God. Kam dieser Terminus, dass Jesus Gott wäre. And how long was many centuries? Wie lange today? War das? Viele Jahrhunderte. God need one corpus body and this was the Jesus body. Sie im Christentum sagen, Gott braucht einen Körper und das war Jesus und Gott war dann in Jesus. For example, Gott bekam dann einen physischen Körper. I asked one priest. Zum Beispiel fragte ein Priester. Habe ich schon gesagt, ich fragte einen Priester. Ja, du musst halt nicht übersetzt. Okay, voll weiter. We had a dialogue in Dietzenbach. Priester say he wanted dialogue. In Dietzenbach hatte ich einen Dialog und dieser Priester wollte mich etwas fragen. He said, but I talked centered on Bible. Dann sagte aber der Priester, ich werde aber nur zentriert auf die Bibel sprechen. Okay, gut. Und ich sagte zu ihm, okay, gut. He said, God. Und er sagte, Gott. Son. Gott, Sohn. Heiliger Geist. They all are one. Sie alle sind eins. You got it? Habt ihr es verstanden? They are equal. How equal? Sie sind gleichwertig. I say good. I have a question. Und ich sagte gut. Ich habe eine Frage an dich. You say God, Father. Du sagst Gott Vater. Yeah. You say Father. Du sagst Vater. Son. Sohn. And Heiliger Geist. Und Holy Spirit, Heiliger Geist. Same time they all equal. Sie alle sollen zur gleichen Zeit gleich sein. Yeah. But my question is, God is first or Son is first? Aber die Frage ist, ist Gott erst oder erst der Sohn? You say yes to God. I say, er hat gesagt, erst kommt Gott. So, Jesus cannot be equal position. Das heißt, Jesus kann in der Hinsicht nicht die gleiche Stellung einnehmen. Who came first? Wer kam denn zuerst? Father or Vater son? Oder Sohn? He said Father. Er sagte Vater. So how Jesus can be same equal? Wie kann also Jesus gleich sein? 5 Minuten immer durcheinander. Oder wie kann Jesus gleich sein mit Gott? Und aber dieser Priester 5 Minuten durcheinander. Ja, aber I say. Ich habe gesagt nein. But I say okay, I talk with argument with Bible. Und da habe ich gesagt, ich gebe dir noch mehr Argumente aus der Bibel. You say Jesus is a equal or God actually? Sagst du das Jesus? Gleich ist oder na, was? Jesus is a God, you say. Du sagst, dass Jesus Gott ist. Question was asked to. Die Frage wurde auch gestellt. That's the last thing. Das ist die letzte Sache, ja? Then you can sleep. Dann könnt ihr schlafen, ja? Okay. Bible, one man came and asked question to Jesus. In der Bibel kam ein Mann und fragte Jesus. Remember, you remember too. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Yes, in Bible. In der Bibel. He said, und er sagte, Jesus, when will be the last days? Jesus, wann werden die letzten Tage sein? When everything is end. Wann alles zu Ende sein wird. Answer of Jesus. Und die Antwort von Jesus war, Son don't know, Angel don't know, nobody know, only God. Der Sohn weiß es nicht, die Engel wissen es nicht, sondern nur Gott. I said, that's a lady. Und dann habe ich gesagt, okay. He cannot be God because dann hat sich das erledigt, weil wenn er Gott wäre, dann müsste er es ja auch wissen, yeah? Wann die letzten Tage sind. Jesus said, I don't know. Aber Jesus sagt, ich weiß es nicht. But when he don't know, he cannot be God. Aber wenn er es nicht weiß, dann kann er auch nicht Gott sein. When angels say, we don't know, they cannot be God. Wenn die Engel sagen, sie wissen es nicht, es weiß nur Gott, dann können sie auch nicht Gott sein. So who's saying, I don't know, he's not God? Wer also sagt, ich weiß es nicht, es weiß nur Gott? Er hat mich gesagt, we make it one more termin.
sagte, wir machen noch einen Termin. I gonna bring Bischof there. Und dann werde ich, was? Bischof? Bischof. Den Bischof bringen. I said good. Und ich sagte gut. They said Bischof is in Mainz. Actually. Und sie sagten, das ist der Bischof aus Mainz. So, we make a Termin. Und so haben wir dann einen Termin gemacht. I took my Bible, und because there's 1000 times I make many tick marks, you know? Weil ich habe viele Markierungen und Marker reingemacht. Because before I did all the time like this with Muslim, with Christian, with. So habe ich davor immer mit Muslimen, Christen und so weiter. I have many thousand dialogue from their Bible. Ich habe viele tausend Dialoge von ihrem von ihrer Bibel. So Karl, his name was Karl, ne? Karl Lehmann. Karl Lehmann, yes. Ja. I went over there. Der Teufel aus Mainz, ja. Yeah. And he write down brief, eh? He write down all the letter. If somebody priest gonna follow her Khan, he will be out of this church. Kardinal Lehmann hat dann Briefe rumgeschrieben, hat gesagt, wenn irgendjemand Herrn Khan folgt oder mit dem spricht, wird er raus aus der Kirche sein. So, I went there, Mainz. I went Mainz and Hermann was there too. That und ich bin nach Mainz gegangen und damals war auch Hermann dort. He was a rich man. Und er war ein reicher Mann. Und er hat gespendet. When I was sitting, he came. He's a Herr Khan. Nein. Und als ich mich dort hinsetzte, kam er und sagte, oh nein, Herr Khan, nein. Das ist Herr Khan. Das ist Herr Khan. He asked Hermann. Und er fragte Hermann, ist das Herr Khan? And this priest. Er sagt, nein, er ist Teufel. Und Karl-Reinhard Lehmann sagte, nein, er ist der Teufel. Yes. I say, if you sit down 10 minutes, ich sag's ihm, wenn du dich 10 Minuten mit mir hinsetzt, then through Bible we find out who will be Satan. Dann finden wir durch die Bibel heraus, wer Nein, sagt er, Herr Kahn. If you are so specialist of Bible, wenn du so ein Spezialist der Bibel bist, yeah, then I'm sitting with you. Dann setze ich mich mit dir hin. I'm not talking Christian through Quran or through Old Testament or through Bhagavad Gita. Aber ich werde nicht durch den Koran, die Bhagavad Gita oder das Alte Testament reden. You know what they don't know? Wisst ihr, was sie nicht wissen? I was not even 12 when I know Bible auswendig. Ich war noch nicht einmal 12, als ich die Bibel auswendig kannte. I know Quran auswendig. Ich kannte den Koran auswendig. I know Bhagavad Gita auswendig. Ich kannte die Bhagavad Gita auswendig. They don't know me actually. Sie kannten mich nicht. They think I came from heaven. You sie, know, sie dachten, I was ich komme there, vom Himmel, aber nein, ich war da. There. Und ich bin dort aufgewachsen. So, Jesus said only one thing, I say same thing. Jesus sagt nur eine Sache und ich sage die gleiche Sache. Jesus said, Jesus sagte, to Jewish, zu den they are blind. Sie sind blind. And I say, Christians are blind. Und ich sagte, die Christen sind blind. If they are not blind, come, I'm there. Wenn sie nicht blind sind, dann kommt, ich bin doch hier. Yeah. Alles klar. Okay. So, we come to end. Yes, bringen wir das Seminar zum Ende. And I like to pray. Und ich möchte jetzt gerne beten. Most beloved and beloved our Heavenly Father. Meistgeliebter und geliebter himmlischer Vater. I saw the will of God. Ich habe den Willen Gottes gesehen. All my life. Mein ganzes Leben. One cross is not enough. Ein Kreuz ist nicht genug. And the will of God and bring the world of God. Im Willen Gottes die Welt Gottes zu bringen. There are million cross are waiting. Dort warten Millionen Kreuze auf uns. Something very special I find out. Und etwas sehr Besonderes habe ich herausgefunden. In the will of God I was not successful. Im Willen Gottes war ich nicht erfolgreich. And I got 0, 0, 0. Und ich habe 0, 0, 0 erhalten. But then I saw, aber dann sah ich, you as a one, dass du als die Eins came behind it. Vor diese ganzen Nullen kamst. And all this zero became very valuable. Und all diese Nullen wurden auf einmal sehr wertvoll. God, you say, who come to know my value. Gott, du sagst, ist derjenige, der meinen Wert kennenlernen wird. Then whole creation become little actually. Whole creation becomes smaller. Und dann wird die ganze Schöpfung kleiner. So great is God. So großartig ist Gott. I have so amazing grace. Ich habe so eine erstaunliche Gnade. Christianity was suffering
300 years. Das Christentum litt 300 Jahre. They died life in the fire. Sie starben lebendig im Feuer. Throw before lion actually. Wurden vor die Löwen geworfen. And Jesus went on the cross. Und Jesus ging ans Kreuz. And God never came that it became reality of Christianity. Und Gott wurde nie zur Realität des Christentums. One luck I have. Ein Glück habe ich. I live. Ich lebe. And I brought all what heaven and God was showing me with this journey and observation. Und ich habe alles gebracht, was Gott mir gezeigt hat mit diesen Beobachtungen und Erfahrungen. When death of Jesus came in Kashmir. Als der Tod Jesus in Kaschmir kam. In this moment he had a wish to see God. In diesem Moment hatten sie den Wunsch, Gott zu sehen. God left him on the cross. Gott ließ ihn am Kreuz. And in the end. Und am Ende. Before death Jesus was praying like this. Vor dem Tod betete Jesus so. Forgive Father. Und sagte, vergib mir Vater. Ich. God say I'm happy with you. Gott sagte zu mir, ich bin glücklich mit dir. And not only this. Und nicht nur das. God says I never bow somebody before his love. Ich verbeuge mich nie vor jemandem vor seiner Liebe. But I bow before your love. Aber ich verbeuge mich vor deiner Liebe. It means, das bedeutet, Kingdom of God, das Königreich Gottes, already established in paradise and heaven. Ist bereits etabliert in den Paradiesen und in den Himmeln. Every night when I'm going in paradise, jede Nacht, wenn ich ins Paradies gehe, Angel, being, die Engel, die Wesen, all high creation coming to hear me. Alle höheren Schöpfungen kommen, um mir zuzuhören. And God says, und Gott sagte, you welcome my heart in heaven, you can come continue. Du hast mein Herz im Himmel willkommen geheißen, du kannst es kommen und mich besuchen. Otherwise, this is your growth and this is the end. Ansonsten ist das dein Wachstum gewesen und bis dahin und nicht weiter kannst du reisen. In the end. Und am Ende. My teaching is going slowly all over the world. Geht meine Lehre langsam um die ganze Welt. And God says, und Gott sagte, my son, mein Sohn, I'm so happy with you. Ich bin so glücklich mit dir. More, what I ask more from God actually. Was kann ich mehr von Gott verlangen? Our end will be not like a Christian or Muslim. Unser Ende wird nicht das wie Christen oder Muslime sein. Our beginning and end is with God. Unser Anfang und Ende wird mit Gott sein. And so God will change this fallen dark history. Und so wird Gott diese gefallene dunkle Geschichte ändern. Through what I have revealed, the name of God. Durch das, was ich im Namen Gottes offenbart habe. That time there were 12 people. Damals waren es 12 Leute. We have many people. Wir haben viele Leute. And God, und Gott, already coming, many people, simply they read my books actually. Kommt Gott bereits zu vielen Leuten, alleine schon, weil sie mein Buch lesen. That's an amazing grace of God. Das ist die erstaunliche Gnade Gottes. This happening in my lifetime. Das passiert in meiner Lebenszeit. And God says, und Gott sagte, now my light will shine on earth. Jetzt wird mein Licht auf Erden scheinen. God says, Gott sagte, now time coming, my son. Jetzt kommt die Zeit, mein Sohn. When earth gonna belong to God's loved one. Wenn die Erde zu Gottes Geliebten gehören wird. Our end not gonna become like Adam. Unser Ende wird nicht wie das von Adam sein. Not like Noah. Nicht wie das von Noah. Not like Abraham. Nicht wie das von Abraham. Not like Moses. Nicht wie das von Moses. Not like Jesus. Nicht wie das von Jesus. Not like Muhammad and Buddha. Nicht wie das von Muhammad und Buddha. Because we are carrying in the beginning until the end only our beloved God. Weil wir von Anfang bis Ende nur unseren geliebten himmlischen Vater and tragen. So und ich bin so dankbar, that we are giving this seminar, dass wir dieses Seminar geben.
Even this seminar gonna change so many people in future. Alleine dieses Seminar wird so viele Leute in der Zukunft ändern. In future. In der Zukunft. Young generation will be so great and please, I wish if I would have lived in his time. Die junge Generation wird in der Zukunft so besonders, so großartig sein. Ich wünschte dann, dass ich in ihrer Zeit leben könnte. So we complete the history. Wir haben also die Geschichte vollendet. With Kingdom of God. Mit dem Königreich Gottes. Blind cannot see. Die Blinden können nicht sehen. But who has the eyes? Aber diejenigen, die Augen haben. I saw 10,011. How? What kind of world was of God? Was für eine Welt Gottes wir dann in 2000? Was? God took me a journey. Gott nahm mich auf die Reise mit. Until 10,011. Bis 10,011. Look, my son. Und er sagte: Schau, mein Sohn. You brought this kingdom of God. Du hast das Königreich Gottes. You are the reason. Du bist der Grund. When I was in spiritual world. Und als ich in der geistigen Welt war. God loved me. Heaven loved me. Gott liebte mich. Die Himmel lieben mich. Angel was loving me. Die Engel lieben mich. But who was loving me most? Aber wer hat mich am meisten geliebt? My own spirit was dancing. Mein eigener Geist hat getanzt. Oh Zahid. Und hat gesagt, oh Zahid. Du hast alles getan. Du hast alles getan. You've done everything to offer, to give your love to God. Um deine Liebe zu Gott zu geben. What can be the most honor? Was kann die höchste Ehre sein? That my spirit. Dass mein Geist mystics, mystisch war, that I have given everything. Dass ich alles gegeben habe. So, we should live. So sollten wir leben. So, should be our realization. So sollte unsere Realisation sein. So, should be we loyal. So sollten wir loyal sein. And last breath und bis zum letzten Atem is belong to God. Soll unser Atem zu Gott gehören. That I pray. Das bete ich. Name of God. Im Namen von Gott. Und the name of his heart. Und im Namen seines Herzens. Amen. Amen. Dankeschön. Okay. And this is okay. Amen, amen, amen. Amen. Okay. Recording stopped. Amen. Okay. Love you. Thank you everyone for listening. Younger than the mountain, growing like a field, he goes, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Das war so schön.